Hallo und herzlich willkommen beim 33. Bonner Wirtschaftstalk hier im Forum der Bundeskunsthalle. Wenn ich gerade neu bin in Bonn und suche ein Dach über dem Kopf oder ich brauche vielleicht gerade meine Hütte in Bonn nicht und möchte die vermieten oder verkaufen, da sind wir schon mitten im Thema, nämlich in der Immobilienbranche. Es geht aber nicht nur um die Immobilienbranche und neue Trends in derselbigen. Es geht ums Bauen allgemein, es geht ums Geld und ums Finanzieren. Es geht, was bei Bonn besonders ist, um eine Stadt mit wenig Flächen und wie genau da Konzepte aussehen können, dass man hier leben, arbeiten, bauen und auch noch eine gute Rendite erwirtschaften kann. So, und das ist ganz schön viel, was wir auf dem Zettel haben. Deswegen freue ich mich sehr, dass ich hervorragende Experten heute hier in meiner Runde habe. Ich fange an, Ladies First, Edith Bosau, Geschäftsführerin der eigenen Firma für Immobilienmanagement. Sie sind quasi fürs Entwickeln zuständig. Wie genau das aussieht, hören wir gleich. Herzlich willkommen. Dankeschön. Auf der anderen Seite sitzt Helmut Hergarten, Hauptgeschäftsführer des Haus und Grund Bonn-Rhein-Sieg. Und Sie sind quasi unser Experte heute für alles, was sich ums Vermieten dreht. Sag ich mal so. Schön, dass Sie auch dabei sind. Amen. So, und bevor man zum Herrn Hergarten in den Club kann, muss man meistens erst mal zum Herrn Schramm oder einem seiner Kollegen. Das ist nämlich der Mann, der das ein oder andere möglich macht. Sie sind für die Finanzierungen von der Sparkasse Köln-Bonn, für Finanzierungen, für Finanzfragen allgemein unser Experte heute. Herzlich willkommen. Und wenn der Herr Schommer oder einer seiner Kollegen das durchgewunken hat, was Sie vorhaben, dann ist der Karl-Heinz Schommer der richtige Mann für Sie. Der ist nämlich Architekt und hat in Bonn und anderswo schon sehr viele schöne Bauten gesetzt. Sie waren bestimmt auch schon hier in Bonn in einem seiner Gebäude am Rheinbogen oder vielleicht im Kamea mal schönen Cocktail trinken. Das war der Herr Schommer. Vielen Dank dafür und fürs Hiersein. Ja. So, ich gehe direkt noch mal zu der Dame, weil das mit dem Entwickeln, das fand ich so toll. Ich habe im Vorfeld mich ein bisschen eingelesen in die Thematik und bin auf die Frage gestoßen, was ist denn eigentlich ein gesunder Immobilienbestand? Also es geht um das Verhältnis von Wohnen, Geschäften und Arbeit. Wo kommen Sie da als Entwicklerin ins Spiel? Also das sind ja zwei verschiedene Fragen. Also zuerst mal, was ist ein gesunder Immobilienbestand? Das ist der, den Herr Schramm mit Sicherheit gerne dann auch finanziert. Also gute Lage, gute Mieter, ordentliche Mieterträge, gute Zustände, also guter Gebäudezustand auf der einen Seite. Auf der anderen Seite die Frage der Durchmischung, also Gewerbeimmobilien, Wohnimmobilien. Das hat auch was mit dem eigenen Wollen und Können zu tun, also was ich dann jeweils möchte als Immobilieneigentümer. Meistens ist der Privatinvestor eher an Wohnimmobilien interessiert, weil es für ihn einfach mehr und einfacher zu handeln ist. Ja. Das heißt, bei Ihnen ist vielleicht auch eher der Privatmann oder der Eigenimmobiliennutzer oder sind bei Ihnen auch die dicken Fische, die die Frau Bosau im Boot hat? Nein, die dicken Fische brauchen Haus und Grund nicht. Okay. Wir haben in Bonn, Rhein-Sieg-Kreis, 6.000 Mitglieder und das sind in der großen Masse Kleinvermieter, wie Sie das nennen würden, vielleicht mit zwei oder drei Immobilien. Wenn die mehr hätten, würden sie sich einen Hausverwalter nehmen und die dicken Fische verwalten auch selbst. Bei mir sind die viel klein organisiert. Ja, aber dadurch sind Sie vielleicht auch näher dran an der einen oder anderen so Problematik. Ist das. Ich bin jeden Tag in der Beratung von Vermietern. Insofern glaube ich, mich an der Front auszukennen. Sehr gut. Dann kommen wir doch direkt mal zum Besonderen an Bonn. Denn da kennen Sie sich ja dann auch aus. Bonn hat ja so ein paar Spezifikationen, die es besonders machen. Sei es, dass zwei DAX-notierte Unternehmen hier sind oder dass es die Verwaltungshauptstadt ist. Also Zentrum des sitzenden Gewerbes. Wird es gerne genannt. Wäre jetzt die Frage, kann man das beeinflussen? Und wenn ja, wie? Also Bonn will ja wachsen und alle Prognosen sagen ja, dass die Stadt noch um 20.000 wächst. Das sind meistens gut bezahlte Arbeitsplätze und die wollen angemessen wohnen. Und unser großes Problem ist in Bonn und in dem Rhein-Sieg-Kreis,
wo bauen wir qualifizierten, guten Wohnraum für die Spitzenkräfte, die wir nach Bonn locken wollen. Das ist gerade das aktuelle Problem. Da hat bestimmt der Herr Schommer doch eine Idee. Wo locken wir die denn hin? Wo bauen wir denen denn was Schönes hin? Das fängt an mit dem Riesenproblem, was monatlich wächst. Das ist das Grundstücksproblem. Mhm. Die Grundstücke, die auf dem freien Markt zugänglich sind, wir bekommen montags einen Anruf eines Privatkunden. Mensch, ich habe endlich ein Grundstück gefunden. Sage ich, Vorsicht, wann ist der Notartermin? Am Freitag. Und zwei Stunden später hat ihn einer um 100.000 Euro überboten. Das ist also dieses verknappte Grundstücksangebot. Und da sehen wir eigentlich nur eine Riesenchance, dass das Grundstück erst gar nicht auf den Markt kommt. Dass die privaten Grundstücksbesitzer Anreize bekommen, auf ihrem eigenen Grundstück zu bauen und auch nicht zu niedrig, wenn es an der Magistrale ist, 7-, 8-geschossig Wohnungsbau zu machen. Und dann kann man auch, Herr Schramm, jemand vorrechnen, wenn da jetzt mal eine 2,5-geschossige Marmor-Altimmobilie steht, dass sich einfach ein 7-, 8-geschossiges Wohnungsbau einfach viel besser rechnet. Und ich sag mal, wenn es die Oldies, die ja lange Zeit gebraucht haben, ihr Geld zu verdienen, die sagen, oh, was soll ich bauen, was soll ich mich in dieses Abenteuer reinversetzen, dann sollen es die Jungen machen. Aber es braucht Anreize und der Anreiz ist nicht, wenn ich nachher die dreifache Grundsteuer auf dem Grundstück zahlen muss, warum erlässt man zum Beispiel nicht dann, wer Wohnungsbau macht, vielleicht mit der Begrenzung von 10 Euro oder 9,50 oder 10,50, dann erlasse ich dem vielleicht als Stadt die Grundsteuer mal, wäre doch auch mal eine Idee. Ja, klingt auf jeden Fall nach einem sehr konstruktiven Ansatz. Sie nicken direkt. Das wäre prima, wenn das käme. Ja, halten wir das so mal fest. Das wäre prima, wenn das so käme. Da sind wir ja jetzt schon beim Thema Nachverdichtung, ist das ja. Ne? Ist das eine Sache mit dem Aufstocken, Nachverdichtung? Da gibt es doch bestimmt Tücken im Detail, oder? Sowas wie Denkmalschutz oder Baugenehmigungen. Klar, ein Aspekt, aber der wichtigste Aspekt der Nachverdichtung, das, was nachverdichtet wird, oder Nachverdichtung heißt auch mal was niederlegen, wenn das nächste besser ist, das muss einfach besser sein als das alte. Und bei der Nachverdichtung stoßen wir täglich auf die Probleme, dass, und da sind wir schon bei Gerichten, da sind wir schon bei Verwaltungsgerichten, dass jeder Nachbar für ganz wenig Geld Gerichte anklagt, nicht vor meiner Tür, da wird über das dritte oder vierte Geschoss gesprochen. Eine Geschosshöhe oder eine Geschosszahl hat von sich aus keine Qualität. Das kann mit 3-geschossig richtig sein, wenn ich neben einem kleinen Fachwerkhaus oder mit 2 Geschossen baue. Es kann aber auch wie jetzt, ich fahre unheimlich gern hier über den Kreisel. Mhm. Und was hier entsteht, hier hat die B9 endlich mal ihre Proportion gefunden. Mit den 7 Geschossern, die hier wunderbar mit ganz guter Architektur stehen. Warum nicht das nachverdichten auf der B9? Und es ist ja nicht mehr... Als Beispiel für die Nachverdichtung ist ja nicht mehr die Magistrale, die wir heute brauchen. Ich habe vor Jahren, wollten wir Wohnungsbau machen. Hat die Stadt gesagt, geht ja nicht. Wir haben die alten Bebauungspläne. Wir wollten doch immer die Büromagistrale. Aber es ist doch jetzt ein ganz anderer Aspekt. Die UN, ich habe gerade gesehen, Sigurd Trommer hat die Neustadt gesagt. Sie wächst doch gerade exzentrisch. Und es ist ja nicht mehr die B9, sondern glücklicherweise wächst es ja über die B9 selbst bis zur Bahn hinten. Und da geht es ja um Durchmischung. Ich war vor ein paar Wochen in Hamburg. Da kann man sich auch die Hafencity nicht ohne Wohnungen vorstellen. Da gibt es so viel Potenzial, aber da müssen die alten B-Pläne weg. Jetzt hier gerade B9 wurde angesprochen. Da haben Sie auch federführend mitgewirkt, dass da jetzt so viel so schön gebaut wird. War das schwierig oder rennt man da offene Türen ein, dass so eine Notwendigkeit allmählich erkannt wird? Oder ist das noch schwer? Naja, das ist natürlich so. Es gibt zuerst mal das Grundstück, das unbebaute Grundstück, an dem sich schon viele abgekämpft haben. Dann gibt es den Investor, der für sehr viel Geld dieses Grundstück erworben hat und natürlich den inneren Antrieb hat, auch durch die Banken motiviert, diesen Antrieb zu haben, möglichst schnell zu bauen. Und meine Idee war halt an dem Standort B9, dort, wo heute die GEZ neu entsteht, beziehungsweise ja schon ein Teil der Fläche neu entstanden ist, mal anders zu denken und genau den Gedanken, den Herr Schommer eben aufgegriffen hat, zu sagen, da muss jemand her,
der so interessant ist für die Stadt, dass die Stadt Bonn in der Lage ist, von althergebrachtem geht nicht, kann man nicht, tun man nicht, versucht wegzugehen und vielleicht die Geschossigkeit anhebt oder ein Staffelgeschoss ermöglicht oder bestimmte Baugrenzen überschreiten lässt, also diese Dinge. Und ich finde das natürlich toll, dass ein so vor allen Dingen städtebaulich relevantes Gebäude an diesem Kreisel entsteht mit immerhin über 40.000 Quadratmeter. Und das ist natürlich für die Stadt, für den Investor, für den Nutzer GEZ eine ganz tolle Sache. Ja. Ich meine, da tut sich jetzt einiges. Das Bonner Loch verändert sich, haben wir eben im Vorfeld der Sendung schon gesprochen, jetzt an der B9. Herr Schramm, angenommen, ich hätte jetzt eine Wahnsinnsidee mit dem Herrn Schommer ausgearbeitet und wir sagen, wir rollen das alte Regierungsviertel auf links. Dieses Freiluftmuseum, was das jetzt ist, das ist ja Quatsch, wir machen da alles neu. Wäre sowas eine Option, wo Sie sagen, au ja, oder wären wir die Zehnten und Sie lägen lachend unterm Schreibtisch und sagen, das können wir alles direkt vergessen? Also erstens, wenn der Schommer da mitkommen würde, das wäre schon mal extrem gut, weil dann wissen wir, da steckt Qualität hinter. Also das ist schon mal vorab gesagt. Wir brauchen aber noch den Bund dazu. Ein paar Beteiligte haben wir. Also in der Tat, es ist so, dass es kaum noch einfach zu bebauende große Grundstücke gibt. Und das ist das, was Frau Bose auch angesprochen hat, wo sich mehrere schon dran abgearbeitet haben. Und das treibt dann letztlich dann auch die Kosten. Die Grundstückspreise, die da sind, die Zeiten, bis man das Grundstück baufertig hat und natürlich auch die Baukosten. Das heißt, so ein komplexes Vorhaben, einfach mal alles platt machen und neu machen, naja, ich glaube nicht, dass das der richtige Ansatz wäre. Aber, sagen wir mal, in einem sehr sortierten Verfahren zu gucken, wo kann ich ergänzen, wo kann ich aufstocken, wo kann ich Gebäude da ergänzen, und zwar in Kombination damit, die Infrastruktur dann auch nachzuziehen. Das möchte ich ausdrücklich sagen, dass wir nicht nur bauen und nachher uns wundern, dass Verkehr oder öffentlicher Nahverkehr nicht da ist, sondern das dann parallel mitzuziehen. Naja, das ist ein durchaus spannendes Projekt, wo wir uns gerne mit befassen. Jetzt, wenn man so durch die Innenstadt geht, wie man das auch aus anderen Innenstädten kennt, klagt dann der normale Fußgänger auch gerne über so viel Leerstand. Da steht ja so viel leer, was man so sieht. Und ich habe jetzt hier so ein paar Zahlen. 2016 waren das 2,17% bei Gewerbeimmobilien, 2017 2,65, also einen halben Prozentpunkt drauf, wo es auch heißt, das hängt damit zusammen, dass so viele neue tolle Sachen gebaut werden. Wie viel Leerstand ist denn überhaupt gut? Weil da habe ich auch gelernt, ein bisschen Leerstand muss es geben. Das war mir ja auch neu. Also frage ich Sie, wie viel Leerstand ist gut? Also ich bin selbst in dem Ausschuss, der die Leerstandsflächen mit erhebt hier in der Stadt Bonn. Und ich bin ein Verfechter, den Leerstand nicht so niedrig zu halten, weil ich glaube, das tut der Stadt nicht gut, weil wir haben zwei Phänomene. Einmal einen massiven Leerstand in bestimmten Bereichen. Also nicht in Randbereichen, sondern in, ich sag mal, im Bundesviertel zum Beispiel oder Innenstadtbereich. Es ist einfach wichtig, darauf zu achten, dass wir auf der anderen Seite steigende Mieten haben. Wir haben aber auch umliegende Städte, wie zum Beispiel die Stadt Köln, die zu geringeren Mieten anbieten kann, Büroflächen insbesondere anbieten kann, als das in Bonn zurzeit möglich ist. Und deswegen glaube ich einfach, diese Leerstandsquote und der hohe Mietpreis signalisieren dann gleichzeitig auch, es gibt nichts und wenn es was gibt, ist das sehr teuer. Insoweit bin ich der Auffassung, dass man auch sehr gut beraten wäre, als Stadt da eine, wenn möglich, politische Zahl zu bilden, die nicht weiter nach unten geht, weil das tut dem Gesamtbild nicht gut. Würde ich gerne ergänzen, klare Bestätigung, dass wir Leerstandsflächen auch brauchen. Denn wenn wir zurzeit Büroflächen in attraktiver Lage, da käme jetzt eine Firma und da sagt, ich will nach Bonn kommen. Und da brauche ich eine attraktive Fläche, auch um meine Mitarbeiter dafür zu motivieren. Wir hätten nicht wirklich was gut renoviert ist, in attraktiver Lage. Und das ist schlecht. Das heißt, die Flächen, die momentan leer stehen, die sind dann auch eher in Lagen, die nicht so gut sind oder wo man renovieren müsste. Und von daher klare Bestätigung auch, dass wir attraktive Büroflächen beispielsweise auch brauchen. Aber Leerstände sind oft auch ein Indiz, dass es am Markt nicht mehr gewollt ist. Auch Büromieter, das wissen Sie gut, die denken nicht mehr in Zellen A3 oder in 4 Meter. Das Homeoffice verstärkt sich, die ganze Arbeitswelt verstärkt sich. Es gibt Gruppenteams. Man sucht heute, wenn man teures Geld als Mieter sucht, es muss nicht unbedingt die Adresse jetzt sein, aber man sucht flexible
Arbeitsräume. Und oft muss man sich hinterfragen, wenn ein Gebäude 5 Jahre leer steht, auch Gebäude sterben. Also wenn man 1960 so ein Gebäude erstellt hat mit statischen Schotten, die gar nicht zu ändern sind, muss man es halt niederlegen. Aber sagen Sie jetzt mal einem Besitzer, der stolz ist mit so einer Immobilie und der, ja, ich habe doch da was, der lässt es lieber 10 Jahre leer stehen, als den Bagger zu sehen, dass er sieht, ich kriege da gar keinen Nachfolger mehr. Und gerade diese Immobilien, und solange die von der Bewertung, von den Gutachtern auch immer noch so bewertet werden, aber ich kriege keine Miete dafür. Aber ich würde gerne noch aufnehmen, was Sie gerade eben sagten, das ist ein anderes Thema, aber wir, Herr Schramm und ich, wir wollen bestimmt nicht den Regierungspark bebauen, aber lass ihn uns doch erst mal öffnen. Und wirklich 1991, 27 Jahre nachdem der Bonn-Berlin-Beschluss ist, haben wir immer noch einen geschlossenen Regierungspark. Sicherlich haben wir an den Flanken, da ist die Villa Hammerschmidt, der Präsident kommt auch gerne, der braucht seinen Schutz. Dann ist das BMZ an der anderen Flanke. Aber lass uns doch am Museum König mal in den Park gehen und lass uns doch da vielleicht noch 3, 4 Gebäude für die Post, für die Stadt Bonn, für den Bund, für die UN bauen und lass uns doch endlich mal die Mauer runter. Denn ich gehe an der, unten, wo die Schiffe wegfahren, gehe ich 1,5 Kilometer und weiß gar nicht, was oberhalb der Mauer ist. Also lass uns nicht über Pflasterverbesserung sprechen am Rhein, sondern lass uns mal die Stadt, die Altstadt und die neue Stadt, wie es Trommer immer genannt hat, ist momentan getrennt durch den Regierungspark. Und damals war es schon Closed Shop, aber heute reicht es für mich nicht aus. Wir können doch stolz sein auf diese Gebäude, die da stehen, aber lass sie doch dann die Bürger, lass sie doch durchlaufen. Also die Mauer muss weg, auch in Bonn. Die Mauer muss weg und lass uns da mal frei denken. Aber dann muss man vielleicht irgendeinen Pfand haben. Mit dem Bund muss man das verhandeln. Und dann muss man dem Bund irgendwas bieten oder sonst was. Weiß ich nicht, ich bin nur Architekt. Aber ich würde alles daran setzen, dass der Bund mal das wunderbare Gelände freigibt. Wenn Sie dort in die Parks sehen, und da gibt es ja Standorte, wo die ganzen Entscheidungen getroffen wurden. Lass uns doch da rein. Ja, also wir können nur hoffen, dass unser Talk heute oder auch später im Netz von den richtigen Personen geschaut wird. Vielleicht wird ja auch gleich noch ein bisschen genetzwerkt. Sie sind ja alle top dabei. Vielleicht tut sich ja da noch was. Und wir können sagen, haben wir doch direkt gesagt. Der Herr Hergarten guckt so ein bisschen skeptisch eben auch noch beim Leerstand. Das ist für Sie ja so der Super-GAU, wenn das leer steht, aber oder? Im Wohnungsbereich ist das nicht das große Problem. Also wir haben ja in Bonn das Problem, dass viel mehr Nachfrage als Angebot ist im Wohnraum. Also und ein Wohnraumeigentümer, der seine Immobilien bewusst leer stehen lässt, das rechnet sich nicht auf Dauer. Das ist eigentlich nicht das große Problem. Wir haben in Bonn vielmehr das Problem, dass wir viel mehr Nachfrage an Wohnraum haben, als Wohnraum vorhanden ist. Es ist in den letzten 20 Jahren so wenig gebaut worden. Das muss man ganz nüchtern sehen. Jetzt ist der Druck da. Jeder redet darüber, wie schaffen wir neue Wohnungen. Nur das wird nicht von heute auf morgen gehen. Das wird jetzt auch ein Prozess von bestimmt 10 Jahren sein, bis sich langsam das Angebot, die Nachfrage übereinstimmen. Aber das stimmt zurzeit nicht überein. Und wie immer das in der Marktwirtschaft ist, wenn die Nachfrage viel höher ist als das Angebot, führt das zu steigenden Preisen. Das wird dann durch den Mietspiegel versucht, in Grenzen zu halten. Auf Dauer wird es nicht dazu führen, dass die Mieten in Bonn runtergehen. Die Mieten werden, weil es eben ein knappes Wirtschaftsgut ist, eher nach oben gehen, auch im Wohnungsbereich. Wir hatten im Bundesbereich letzte Woche die Debatte, auch im Bundestag, Mietpreisbremse. Was halten Sie denn davon? Gar so mal als Schlagwort hingerufen. Gar nichts. Das führt nur Warum dazu, überrascht mich dass das die jetzt Leute, nicht? Dass die Leute, die da wohnen, keine höheren Mieten haben. Für denjenigen, der keine Wohnung hat, bringt das überhaupt nichts. Und das wird dazu führen, dass der Vermieter sich die Mietinteressenten noch gründlicher ansieht und den nimmt, der die dickste Brieftasche hat, dem wahrscheinlich die wenigsten Probleme machen wird und das Risiko am geringsten ist, dass die Mieten ausfallen. Ich halte die Mietpreisbremse an Kurieren, an den Symptomen. Die Devise muss sein, bauen, bauen, bauen. Nur wenn durch mittelfristig so viel gebaut wird, dass alle Leute wieder eine Wohnung finden, dann braucht man solche Mietpreisbremsen nicht. Das ist im Grunde die Kapitulation vor der Misere, indem man das Vorhandene versucht, irgendwie gerecht zu regeln. Ich meine, man muss es nicht gerecht regeln, man muss den Notstand abschaffen, indem man mehr baut.
Aber bis dahin kann man noch so ein bisschen mit Mietwucher sich gesund stoßen? Das Wort höre ich nicht. Das Wort Mietwucher ist ein Ding aus dem Straftatbestand. Also das müssen Sie sich genau ansehen. Okay. Die Frage, ob man 10 oder 12 Euro zahlt, ist keine Frage des Mietwuchers. Aber sagen Sie manchmal Mitgliedern, die zu Ihnen kommen und sich beraten lassen, sagen Sie dann vielleicht auch manchmal, ist jetzt mal gut? Oder sind da keine Grenzen? Doch, das sage ich schon, das ist mal gut. Es muss sich ja auch niemand die Mieten bezahlen. Also sagen wir mal, wir haben eben Bereiche, wo jeder gern wohnt. Entweder oben in Venusborch in Röttgen, wo die Luft besser ist, oder in der Südstadt. Mhm. Aber wenn Sie zum Beispiel in der Nähe, eine Wohnung in der Nähe des Industriegebiets in Beuel haben oder in Grau-Rheindorf, dann werden Sie nicht diese Top-Mieten kriegen. Es hängt sehr stark von der Lage ab und wie die Lage bewertet wird. Und das ist nun mal so, wenn jemand von draußen kommt, dann hat er gehört, ich möchte gerne in der Südstadt wohnen. Und viele Makler würden gerne Häuser in der Südstadt verkaufen, wenn die auf dem Markt wären. Es sind ja schon gute Dinge auf dem Weg, wie Köln das schon seit Jahren macht, dass jetzt bei neuen städtischen oder bei neuen Bebauungsplänen, die gemacht werden, dass vom Investor 30% sozialer Wohnungsbau gemacht wird. Wird aber dazu führen, dass die restlichen 70% irgendwo, braucht der Herr Schramm irgendeine Mindestrendite, die doch ein bisschen über dem Zinsgericht, den man gerade bei Ihnen bekommt. Also die Mitte ist es. Und da braucht es einfach innovative Konzepte, wie ich eben sagte, der baut und der sich freiwillig zum Beispiel, ich weiß auch nicht, wie das gehen kann, aber dass man sich gar nicht an Bundesgesetze und darauf wartet, sondern der sich bereit erklärt, für 9,50 Euro oder 10 Euro langfristig zu mieten, dem muss man dann auch was geben. Und solange die Freiräume stimmen, wir haben hier in Nordrhein-Westfalen die besten Abstandsflächen, wenn Sie so bleiben, mit 0,8 der Höhe. In Frankfurt ist das 0,4 der Höhe. Das heißt, der Gesetzgeber sorgt dafür, dass genug Luft ist. Also ich kann nur hochbauen, wenn ich auch in Räume gucken kann, wenn ich Quartiersbebauungen habe. Und es wird nicht die Zukunft sein für die ganzen, die eben die Miete nicht zahlen können. Das ist nicht das Häuschen im Grünen mehr. Wir machen 80% Wohnungsbau, mehr Generationen wohnen, dass man auch die Wohnung mal switchen kann. Das fängt in der Wohnung an. Wenn das Kleinkind da ist, soll es bei den Eltern sein. Und wenn der 17-Jährige, der will am Flur am liebsten ganz hinten sein eigenes Reich haben. Auch diese, wie kann eine Wohnung wachsen mit der Familie? Wie kann ich Tausch machen? Also da braucht es vieler. Aber wir können auch nur das bearbeiten, was wir als Mandantschaft ins Büro bekommen. Es braucht einfach eine Lust zu bauen. Und da muss man einfach auch gute Beispiele benennen. Und sich nicht abschrecken lassen von Elbphilharmonien und Flughäfen in Berlin. Bauen geht auch anders. Wie ist das denn hier in Bonn? Fürs Bauen braucht man ja auch immer eine Baugenehmigung. Was hat denn die Stadt Bonn da so für einen Ruf? Sind die freundlich? Formulieren wir es mal so. Ich gehe nicht nach Ruf, ich gehe nach Erfahrung. Okay. Also die sind wie die emsigen Bienen, und also Damen- und Herrenbienen. Also die haben viel zu tun. Die bemühen sich in 3 Monaten, wie das praktisch das Land sagt, ihre Bauvoranfrage zu bearbeiten. Aber das Hauptproblem ist dieses Nachbarschaftliche. Ich muss da diskutieren. Die Stadt will sich schützen. Auch wenn die Stadt Ihnen eine Genehmigung gibt, kann der Nachbar Sie einfach verklagen. Reicht nicht mehr der Widerspruch, er verklagt Sie einfach. Das heißt, unter Umständen haben Sie 7 Monate, 10 Monate Verzögerung, das zahlt Ihnen auch niemand. Im Verwaltungsrecht ist es nicht wie im Privatrecht. Also damit das aber nicht, das ist eine emotionale Sache. Ich muss über Sachen diskutieren. Mensch, ich gehe einen Meter weiter raus. Du guckst ja dann dem Nachbarn in den Garten, der könnte ja dann klagen. Das ist... Oh. Ja? Also aus so einer Angst heraus wird gar keine Risikobereitschaft mehr? Doch. Die Risikobereitschaft ist absolut gerade im Bauordnungsamt vorhanden. Aber viele schelten ja und so. Die gucken schon und wollen sie schützen. Und wir können heute gar nicht mehr anders. Wir sind halbe Juristen geworden. Also wenn wir ein Baurecht nicht nach Bebauungsplan, sondern nach § 34, wo wir Höhe und Größe wie die Nachbarschaften einhalten, machen wir es der Stadt leicht und sagen dem Bauherrn, du brauchst eine Expertise von 4 Seiten, die gerichtsfest ist, von einem ordentlichen Baujuristen. Und die Stadt hat ja auch nicht die Zeit, das alles so zu prüfen. Und dann machen wir es der Stadt handfein und dann kriegen wir auch unsere Genehmigung. Aber wenn es eben nicht geht und die Stadt sagt, was soll ich euch die Genehmigung geben? Ich werde nachher verklagt. In der Vergangenheit wurde die Stadt ja auch verklagt von Bürgerschaften und nicht nur von den Nachbarn und musste dann eigene Genehmigung zurückziehen.
ist kein schönes Arbeiten für die Behörden momentan. Da kann die Frau Bosau wahrscheinlich auch direkt was zu sagen. Das ist bestimmt auch in ihrem Erfahrungsspielraum einiges vorhanden. Ne? Also ich würde jetzt ein Loblied auf die Stadt Bonn und die Mitarbeiter der Stadt Bonn gerne von mir geben wollen. Ich habe natürlich eine andere Erfahrung, weil ich immer vorher den Nutzer, also den für die Stadt Bonn wichtigen Nutzer, im Schlepptau habe und mit diesem Nutzer bei der Stadt Bonn vorstellig werde und die Notwendigkeiten, die sich dann um den Bau herum ergeben, dort vorstelle und versuche, Lösungen mit den jeweiligen Behörden zu erreichen. Und ich kann da nur sagen, das Problem gibt es in diesem, ich sage mal, bei größeren Immobilien eigentlich in dieser Form nicht. Klammer auf, Gott sei Dank. Ich erlebe, dass die Stadt Bonn ein höchstes Interesse daran hat, so schnell wie möglich die Genehmigungen zu erteilen. Und es hat immer etwas damit zu tun, wie Herr Schommer so richtig sagte, ne? Wie ich das vorbereite, wie ich das präsentiere, welche Rahmenbedingungen ich schaffen kann, welche Notwendigkeiten dahinter stecken. Manchmal sind ja auch Zeittermine, Zeitschienen einzuhalten. Ja, ich kann da aus meiner Sicht nur sagen, super toll. Ja. Also aus meiner Erfahrung. Ja, muss man doch auch mal loben an dieser Stelle, dann ist doch auch gut. Ich möchte noch mal auf dieses private Wohnen zurück. Also gehen wir mal ins Detail. Ich wohne in der Bonner Vorstadt, 33 Kilometer entfernt in Köln am Ebertplatz. Dauert so ein bisschen. Angekommen. Aber angenommen, ich möchte jetzt mit meinem Mann und meinen 3 Kindern nach Bonn ziehen. Jetzt kriege ich hier schon gesagt, Südstadt ist schön. Wo kann ich denn hin und was muss ich da einplanen? Da frage ich jetzt den Mann für die Finanzen. Also nach der Immobiliensuche, da würde ich als erstes sagen, schalten Sie einen guten Makler ein. Ganz klar. Denn das ist in der Tat ein Markt, der ist sehr eng. Und die Angebote sind rar. Und wenn Sie dann noch sagen, ich möchte gerne in die Bonner Südstadt, dann ist es dann ganz besonders. Wo könnte ich denn noch gut hin? Ohne, dass wir jetzt nur Ravioli essen müssen, weil wir schön wohnen, aber leider sonst nichts mehr zahlen können. Ach, Bonn hat eigentlich ganz viele schöne Ecken. Ich glaube, das wäre jetzt auch falsch, einzelne rauszupicken. Die Frage ist mit dem familiären Umfeld, wo fühlt sich die Familie wohl? Das ist ja das Allererste. Will ich auf Etagenwohnungen, also im Eigentumswohnung irgendwo Bereich wohnen? Oder brauche ich ein bisschen Grundstück drumherum, gehe dann also an die Randlage der Stadt? Und danach würde ich natürlich als Allererstes dann auch mal festmachen, wo geht's hin? Und dann gibt es in Bonn auch Objekte, ja. Man muss nur dann auch entsprechend etwas Geld mitbringen, denn die Preise sind durchaus hoch und B, man braucht dann auch ein bisschen Fortune zum richtigen Zeitpunkt. Ja, aber wir haben es ja jetzt versucht, die letzten 40 Minuten zu diskutieren. Die Familie mit den 3 Kindern, die wollen ja auch in Kitas. Die wollen nicht an den Rand und Bonn hat keinen Rand. Bonn ist gewachsen aus vielen kleinen Orten und die sind intern so schön, ob sie Friesdorf oder Endenich, die ganze, oder Blittersdorf sowieso, aber diese ganze Längsdorf, das hat heute auch ein Niveau, wo die nicht mehr unter so viel Euro mieten oder kaufen können. Also dann geht es schon in den Rhein-Sieg-Kreis, es geht Richtung Rheinbach und so weiter. Aber dann muss ich fahren. Die Lösung liegt in der Verdichtung im Inneren, um die Wege kurz zu halten und so. Und wenn ich mein Geld nicht für die Busse ausgeben muss oder für die Bahn, dann kann ich vielleicht auch 30 Cent mehr Miete bezahlen. Aber wir müssen innovative Modelle schaffen im Inneren. Und wir haben viel mehr Grundstücke oder Verdichtungen. Ich kann nur von Beispielen reden. Kürzlich war eine Wohnungsgesellschaft da, sagt, kannst du mir nicht da oben 5 Wohnungen drauf bauen? Mhm. Ich habe mir das angeguckt, so brave, gestaffelte 60er-Jahre-Häuser. Da sage ich, ja Mensch, da ist doch eine runde Ecke, da ist doch hier noch Luft. Und hier, das sieht nachher aus wie ein Neubau, plötzlich waren es 18 Wohnungen. Also mit ein bisschen Idee kann man einfach alte Immobilien, die von der Substanz noch gut sind, einfach hochpäppeln. Mhm. Und Ja, wenn der Herr Schommer da sowas so hochpäppelt, was würden Sie mir denn da lieber finanzieren? So eine Wohnung in der Stadt, die hochgepäppelt ist, oder doch das Haus im Grünen? Oder ist das tot? Das klang ja gerade so ein bisschen so.
Ach, das will ich gar nicht sagen. Also die persönliche Wohnsituation, einige Familien sagen bewusst, ich möchte auch am Rand oder auch außerhalb im Rhein-Sieg-Kreis oder wohnen und pendel dann von der Lebenssituation, denn es ist in der Tat am Ende des Tages ja auch eine Frage des Geldbeutels. Was kann ich mir leisten, damit ich eben nicht Ravioli essen muss oder nicht auf den Urlaub verzichten muss, dass das dem normalen Einkommen ganz einfach funktioniert. Und da würde ich gar nicht sagen, da gibt es Vor- oder Nachteile, ob Land oder Stadt. Wenn Sie mich aber fragen, wo wird die Entwicklung der Immobilie besser sein oder werthaltiger sein, ist ganz klar Thema, was Herr Hergarten sagt. Wir haben Wachstum in Bonn, Bevölkerungswachstum, wir haben Wohnungsknappheit. Und wenn man Angebot und Nachfrage da zusammenbringt, kann das nur dazu führen, dass die Preise mindestens stabil, leicht hochlaufend bleiben. Und deshalb ist die Immobilie in der Stadt sicherlich wertstabiler als die Immobilie auf dem Land, insbesondere wenn man dann etwas weiter mal Eifel, Westerwald oder sonst was reingeht, wo es keine Arbeitsplätze gibt und da dann auch die Eigentümer ja erleben, wie die Immobilien eher im Preis verfallen. Preis und überhaupt das Geld zu kriegen ist ein Thema, wo ich jetzt gern bei Ihnen kurz bleiben möchte. Denn dem Ganzen kommt ja auch noch zu Pass, dass es im Moment eine Niedrigzinspolitik gibt der Europäischen Zentralbank. Ist das Segen oder Fluch? Das liegt dran. Wenn ich Finanzminister von Italien wäre, was ich Gott sei Dank nicht bin, ist das nicht nur ein Segen, sondern es ist überlebensnotwendig. Der kann und muss sich über die niedrigen Zinsen definieren und freuen. Wenn ich aktuell Wohnungsimmobilienkäufer bin, freue ich mich, wenn ich zur Sparkasse komme und für 0,9 irgendwas Prozent angefangene Finanzierung für 10 Jahre bekomme. Klarer Segen. Wenn wir es aber etwas mehr volkswirtschaftlich mal betrachten, dann hat Draghi mit dieser Aussage, ich rette den Euro und whatever it takes, also was auch immer es kostet mit dieser Geldschwemme, dafür gesorgt, dass eben Angebot und Nachfrage am Zinsmarkt so auseinanderdriften, dass es für die ganzen Anleger, und das ist ein Problem, weil die Deutschen ja sehr stark in Geldern, in festverzinslichen Wertpapiere und weniger in Immobilien, die der Privatanleger oder in Aktien anlegen, dass die darauf keine Verzinsung bekommen. Und noch schlimmer die Altersvorsorge, die eben nicht mehr in der Form, wie wir es bisher hatten, eine entsprechende Verzinsung erfährt. Und das ist volkswirtschaftlich für den Sparer und für den Rentner, den kommenden, ein wirkliches Problem, solange die Zinsen so niedrig bleiben. Meinen Sie denn, die bleiben noch lange so niedrig? Also bleiben wir im Zinstal oder wird das jemals wieder höher werden? Prognose für die nächsten Jahre ist, dass es maximal einen ganz leichten Anstieg geben kann, weil, und das ist der volkswirtschaftliche Grund in Europa, viele Staaten es sich gar nicht leisten könnten, dass die Zinsen steigen, weil sie dann die Schuldendienst nicht mehr erbringen können. Deswegen ist aus der volkswirtschaftlichen Betrachtung, obwohl das in Deutschland passen würde, ein Anstieg des Zinsniveaus momentan sehr unwahrscheinlich und wenig denkbar. Ja. Habe ich gerade dazu gefragt. Die Niedrigzinsphase hat natürlich auch Auswirkungen auf den Immobilienmarkt. Die Leute haben gesehen, wenn sie ihr Geld bei der Bank lassen, wird es weniger. Und Leute haben Häuser gekauft, die nie sonst daran gedacht hätten, in Immobilien zu investieren. Und wenn sie ein Schrotthaus haben, haben sie in den letzten 3 Jahren die Chance gehabt, dafür einen ordentlichen Preis. Es ist jedwede Immobilie für jeden Preis verkauft worden. Ich habe so langsam den Eindruck, irgendwo ist eine Grenze erreicht. Aber natürlich hat die Nullzinspolitik dazu geführt, zu einer Steigerung der Immobilienpreise, weil eben alle sagten, ich muss was kaufen, ich muss Betongeld haben, auf der Bank bringt jetzt nichts. Und das hat zu einer kräftigen Höhe der Grundstückspreise auch geführt. Das wieder verteuert das Bauen. Da sind wir bei dem Hauptthema und ich kann es gar nicht oft genug heute Abend sagen, solange diese Preisspirale auf ein Grundstück, was plötzlich irgendwo, wie heißt das Portal, Immo-Scout veröffentlicht wird und jemand bekommt dann so viel fürs Grundstück, weil die Zinsen, und dann möchte er sein Geld anlegen, weil er woanders nichts bekommt. Das darf es nicht geben. Die Grundstücke dürfen nicht auf diesen Markt, sondern haltet die Grundstücke, aber die Anreize für die Leute, bebaut sie doch selbst und tut euch das an. Und dann kann ich nämlich den Grundstückspreis, ich kann Ihnen noch keine 3% mehr vorrechnen, wenn der Grundstückspreis genauso teuer ist wie das Bauen oder noch teurer. Und das ist doch so ungesund. Also muss ich mir richtig was überlegen. Ich kann nicht auf die Bundesregierung warten, aber Städte können auch sich was überlegen. Wie schaffe ich es,
neben diesen Schildern, die wir sehen, nicht verdichten, nicht hoch, da muss ich daneben stellen, doch, wir wollen qualitätvoll verdichten, aber trotzdem schöne grüne Freiräume haben. Ich muss da powern, ich kann da nicht einfach vor mich hin warten. Ich würde da auch gerne mal etwas zu sagen. Und zwar, es gibt so ein Beispiel in der Stadt Bonn, die Lage kennen wir alle, und zwar an der B56 von Beul Richtung Siegburg fahrend. An der Ecke, wo man links zur Autobahn und rechts nach Königswinter abbiegt. Dort ist ein riesengroßes Wohngebiet neu entstanden. Da ist ein Kaufpreis pro Quadratmeter für die Eigentumswohnungen von exorbitanten knappen 5.000 Euro aufgerufen worden und bezahlt worden. Das ist komplett vermarktet. Im Ergebnis hat das zur Folge, dass in der Stadt werden ja die Quadratmeterpreise für bestimmte Wohngebiete erfasst pro Jahr. Das Ergebnis ist nun, dass der teuerste Standort von Bonn der schlechteste Standort ist, den man sich vorstellen kann, nämlich extrem verkehrsbelastet, extrem verdichtet, kein Grün, kein gar nichts. Wir haben dann lange diskutiert, was macht man denn aus sowas? Das Ergebnis ist, dass wir in der Südstadt keine Preise mehr ausweisen, weil die Südstadt um etliches niedriger liegt, weil weniger verkauft wird und damit nicht mit diesen hohen Preisen mithalten kann. Also das ist so ein verrückter Markt, der sich durch diese Niedrigzinsphase entwickelt hat. Das ist für mich so ein Paradebeispiel, wie der Markt sich verschieben kann, also fast nicht mehr zu erklären, schlecht. Also wäre das im Prinzip so, dass dieser höhere Kaufpreis diesen Niedrigzinsvorteil nivelliert? Oder gibt es trotzdem noch Leute oder Gewerke, die profitieren? Was ist mit Handwerkern oder was bedeutet das für die? Also durchaus, die Handwerker, die können sich zurzeit mehr oder weniger ja aussuchen oder beziehungsweise nicht nur aussuchen, sondern wen sie gerade dann da bedienen können, in Anführungszeichen. Denn die Handwerker suchen auf der einen Seite, das kriegen wir immer mitgespiegelt, händeringend gute Fachkräfte, die sie nicht bekommen. Und auf der anderen Seite, durch die Bautätigkeit sind die in einer Hochbeschäftigung, was aber auch zu Preissteigerungen führt, sodass dann durchaus während so einem Bauvorhaben 5% pro Jahr als Preissteigerung gang und gäbe bei Handwerkern sind. So, wenn ich am Anfang ein Projekt aufrufe, 2 Jahre später fertig bin, am Anfang aber den Kaufvertrag schon geschlossen habe, dann mit einem potenziellen Verkäufer 10% Kostensteigerung ungefähr dann in der Zeit schon mal drin sind. Also durchaus eine nennenswerte Größe. Herr Schommer. Es ist zum einen, müssen wir ja feststellen, alle, die hier mit Bauen und den Kosten zu tun haben, in den letzten Jahren, 4, 5 Jahren, ist das Bauen an sich schon um 20% teurer geworden. Das kann man gerade noch so durch innovatives tragende Wände weglassen, die Decke ein bisschen dicker machen, das kriegt man noch hin. Aber es geht um Grundstücke und da tut sich ja schon was in Bonn. Man ist ja schon in diesem konzentrischen Auseinander von der UN, man ist ja schon an der Bahn. Und das sind Grundstücke, darf ich jetzt gar nicht laut sagen, die sollte man erwerben. Wir haben in Ihrer Stadt in Köln am Eiffelplatz haben wir an der Bahn neben der 7-spurigen Bahnstrecke haben wir 350 Wohnungen gebaut, 7-geschossig mit Glaswänden zur Bahn, Schallschutzgrundrisse. Also dass man noch, ich weiß gar nicht, wem die da alle gehören an der Bahn, aber es gibt Möglichkeiten, dass man eben Grundstücke, die man bisher als nicht bebaubar ansieht, mit hochwertigsten, wir haben da ein ganzes Südstadtviertel gebaut. Also es braucht dann auch Baurecht und ein schnelleres Baurecht. Die Antworten kriegen wir nicht. Da gibt es ja auch Gesetze und so weiter. Aber es liegt nach wie vor, es liegt am Grundstück. Und durch die jetzige Situation werden eben manche Standorte interessant, über die früher nie nachgedacht worden. Hinter dem Bahnhof Quantiusstraße, direkt neben dem Gleisen, ist ein riesiges Studentenwohnheim im Bau, das bald fertig ist. Niemand hätte gedacht, dass man das da bauen kann. Aber die Grundstücksknappheit führt dazu, dass eben Flächen, die eigentlich an Lärmquellen liegen, heute ernsthaft bebaut werden, weil man ja heute die technischen Möglichkeiten des Schallschutzes hat, die es auch vor 20 oder 25 Jahren nicht gab. Nur das wird alles unsere Probleme nur ein bisschen lösen. Es bleibt dabei, dass wir eigentlich in Bonn zu wenig Flächen haben. Und wenn wir nicht unsere letzte Grünfläche zubauen wollen, müssen wir in die Höhe gehen. Da sind wir uns einig, gibt es überhaupt keine Alternative. Zumal ja auch im Rhein-Sieg-Kreis keineswegs so viel entsteht, wie wir wollen, weil da entscheidet nicht der Kreis, sondern die einzelnen Gemeinden. Und die sagen,
wenn wir Wohnungen bauen, dann müssen wir auch Schulen und Kitas bauen. Vielleicht wollen wir nur so groß bleiben, wie wir jetzt sind. Also ich fürchte, wir Bonner müssen das Problem wesentlich hier in Bonn lösen. Autarker lösen. Ne? Und es gehören ja Personen dazu. Ja? Ein Bonner Bogen würde nicht existieren, wenn nicht diese Person, Dr. Haas, was für Bonn auch machen wollte, das Kamea und genau, diese ganze IT-Sache. Ja. Und das lebt ja auch durch die Gastronomie und so weiter, durch die Mehrfachnutzung. Es vermisst ja auch da vorne jetzt keiner eine Wohnung. Aber dieses Baurecht muss jetzt wieder technisch werden. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es genauso schwierig, einen B-Plan aufzuheben. Aber wenn man ihn aufheben würde, lass uns doch auf die Initiativen von solchen Leuten bauen, die was machen wollen. Denn es gibt das andere Gesetz, wenn es keine Regulation gibt. Denn ein B-Plan, wo man in großen Karrees einfach hinten eine Linie gezogen hat, ist ja auch schon ein Entwurf. Manchmal ein schlechter Entwurf. Da darf ich ja gar nichts mehr machen. Und es gibt den Paragraph 34, da darf ich so hoch und so breit wie die anderen. Und das ist deutsches Baurecht. Und da muss mir der Richter letztendlich Recht geben, ob ich das darf oder nicht. Lass uns also viel mehr, und das dauert dann nicht 2,5 Jahre, indem ich so einen Plan. Ja? Leute, die so ein Grundstück haben, sind ja auch ungeduldig. Und erst mal 2,5 Jahre warten auf ein Baurecht und dann noch mal 1,5 Jahre bauen oder erst mal noch ein halbes Jahr planen, das ist den Leuten dann auch. Also wir müssen da reingehen, wo die Stadt selbst ein Monopol hat, zu sagen, wir haben diese Ideen, diese Durchmischung zum Beispiel, da sind ja auch solche, wie ich bin auch nur GA-Leser in diesen Sachen, sind ja auch solche Überlegungen in Gange, dass wir das durchmischen wollen. Aber lass uns diese Regularien, und da spreche ich für viele meiner Kollegen hier in Bonn, lass uns die mal angucken, ob ich die nicht aufheben kann. Wie sehen Sie das, Frau Bosau? Wären Sie auch für ein einfacheres Baurecht? Ich wäre dafür, dass man über bestimmte Hürden einfacher drüber kommt. Also ich bin zum Beispiel der Meinung, dass wir höher werden müssen oder dass wir Bestandsimmobilien einfach besser uns mal vornehmen. Also es fehlt meines Erachtens nicht nur an Baurecht, sondern auch an kreativen Köpfen. Also Menschen, die sich damit auseinandersetzen, wie man optimieren kann. Also im Allgemeinen denkt man klein, klein. Also das ist so, das war immer schon so und das lassen wir so und vielleicht können wir noch was draufsetzen. Aber Sie haben das eben mal angeschnitten. Eigentlich bietet jede Immobilie auch die Chance, ein bisschen breiter zu werden, ein bisschen höher zu werden, ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen. Also das sind meines Erachtens die Chancen, die wir in Bonn hätten, weil mehr Fläche, mit Ausnahme der Grünflächen, von denen Sie eben sprachen, gibt es ja nicht. Also aus dem Bestand heraus die Kreativität zu schaffen, dass man nicht nur diese Grenzen, die vorgegeben sind, für sich als die Grenze nimmt, sondern dass man darüber hinaus nachdenkt, welche Qualitäten sind darüber hinaus vorhanden, um die Fläche, die vorhandene Fläche wesentlich zu vergrößern. Und da sehe ich die Kreativität muss von dem Besitzer des Grundstücks ausgehen. Ja. Wir gehen ja nicht irgendwo klingeln, hier könntest du noch, sondern das ist unsere Zeit nicht. Sondern der Eigentümer, der muss Lust bekommen, darüber nachzudenken, wie kann ich denn hier verdichten. Ja, das ändert aber alles nichts daran, dass wir in Bonn viele Bebauungspläne haben, die überhaupt nicht mehr in die Zeit passen. Weil man eben in den 50er, 60er Jahren eine lockere Bebauung geplant hat. Und wenn wir heute verdichten wollen, sind diese Bebauungspläne ein Hindernis. Und insofern müssen manche Bebauungspläne verändert oder aufgehoben werden, weil diese Bebauungspläne eben verhindern, dass heute dichter gebaut wird. Also Sie als Vermieter würden die Chance noch nutzen zu bebauen? Ja, ich sage mal, ich bin ja nicht nur Interessenvertreter der Vermieter, ich denke an unsere Stadt. Und wenn wir die 20.000 oder 25.000 Leute unterbringen wollen, die wahrscheinlich Arbeitsplätze bekommen und wohnen, da muss man kreativ sein. Und in der Tat, eine Idee ist, höher zu bauen, die zweite Idee ist, dichter zu bauen. So, und wenn einer aus Ihrem Verein dann bauen möchte, dann geht der ja zum Herrn Schramm und sagt, okay, das und das wäre die Idee. Angenommen, Sie sagen, finde ich eine gute Idee. Der kommt zuerst zu uns und dann geht es zu Herrn. Würde ich auch, das ist die richtige Reihenfolge. Ganz genau, machen wir das so rum. Und das haut alles wunderbar hin und Sie haben dann auf einmal mehr Mitglieder im Verein. Ist das was gut wäre? Oder will darauf anspielen, in Deutschland ist so diese Eigentumsquote sehr gering. So niedrig wie nirgendwo. Genau. In den südeuropäischen Ländern ist die Eigentumsquote viel höher. Während zum Beispiel Berlin eine Mieterstadt ist, glaube ich, da gibt es 10% Eigentum. Also wir würden es begrüßen, wenn mehr Leute Eigentümer werden. Nicht jetzt nur im Interesse unseres Vereins,
sondern auch im Interesse des Staats würde ich das begrüßen. Weil ja, das ja auch eine Frage der Verantwortung ist. Als Eigentümer haben Sie eine ganz andere Verantwortung als als Mieter, der sich jederzeit mit 3 Monaten von der Immobilie lösen kann. Verabschieden kann. So, ja. Unbedingt, denn in Bonn, im Bundesschnitt haben wir irgendwie 42% Eigentümerquote. In Bonn sind es, glaube ich, 26% nur. Ja. Also ganz niedrig. In Norwegen sind es 80%. Und wenn man das mietfreie Wohnen als einen Teil der Altersvorsorge auch ansieht, ist das auch unter diesen Gesichtspunkten extrem wichtig, dass wir da was tun, dass beispielsweise doch dieses Baukindergeld jetzt das Thema oder Wohnbauförderung oder öffentliche Finanzierung, dass das mehr unterstützt wird, um dann auch Familien in Eigentum zu bekommen. Auch, damit ich sowohl den Aspekt des mietfreien Wohnens im Alter oder auch, wenn ich dann nachher mal in ein Altenheim oder sonst was gehe, dass dann Kapital freigesetzt wird durch den Verkauf der Wohnung und ich mir das entsprechend auch leisten kann. Mir fällt noch was, ich möchte als Bonner Bürger noch was. Unbedingt. Ich wohne immerhin noch seit 45 Jahren in Bonn und habe auch nicht nur als Bürger, sondern auch als damals Betroffener nach dem Entscheidung des Regierungswechsels. Da war 2 Jahre Agonie. Ich wusste damals nicht, was machen wir die nächsten 2 Jahre, meine 15 Leute zu bezahlen. Gott sei Dank haben wir dann Wohnungsbau in den neuen Ostländern als Auftrag gehabt. Aber nach 2-3 Jahren, als bei unseren Juwelieren dann nicht mehr die ganzen Botschafter kaufen kamen, da kam so ein Ruck, Mensch, wir müssen was machen. Ja, kann ich nicht das da neben dem Goldenen Hirsch, was das schmeckt, kann ich nicht da noch ein neues Haus bauen, ich muss mein Geschäft aktivieren. So einen Ruck bräuchten wir wieder, denn ich habe Sie im Vorgespräch gefragt, wie viele DAX-Unternehmen haben Sie in Köln? Wir haben 2 und die stehen zu uns, die bauen wie verrückt, ja, die Telekom baut, die Post baut, die will sich erweitern. Und die brauchen Wohnungen, die brauchen gute Wohnungen. Das sind gute Leute, die auch schon mal was verdient haben in anderen Städten, die kommen nur hierher und wir wollen doch bitte diese Leute behalten und da genau zuhören. Also brauchen wir nicht nur für die Normalen, sondern wir müssen auch für die Global Player in Bonn. Und wo wäre es besser als dann im direkten Umfeld, in diesem ganz großen Distrikt da im Regierungsviertel? Wobei in den 90er Jahren, muss man ja sagen, haben wir das nicht allein geschafft, sondern die Regierung Kohl hat Wort gehalten, hat die Post und Telekom nach Bonn gebracht und manches andere. Allein wäre das damals sehr schwierig geworden. In der jetzigen Situation wird kein Bund kommen. Jetzt müssen wir das Problem selbst lösen. Es hat aber nach meiner Erfahrung, jetzt bin ich wieder Architekt, viele Aktivitäten bei Privatleuten freigesetzt. Einverstanden. Weil vorher alles so schön war. Es war doch alles prima. Und ich möchte einfach appellieren, auch das jetzt ist alles eigentlich prima durch die DAX-Unternehmen. Wir kriegen viele Steuern. Aber nichts ist in die Zukunft gemeißelt. Lass uns bitte was tun. Und da spreche ich diese Privatleute an, die Energie haben sollten und auch den Mut. Aber da ist ja auch direkt die Frau Bosau, würde mich doch da interessieren, so große Unternehmen, die man hier attraktiv behandeln möchte. Sie als Entwicklerin, was haben Sie denn für einen Vorteil als lokale Größe im Vergleich zu vielleicht international agierenden Maklerkonzernen, die ja bestimmt bei solchen Firmen auch gerne ihr Stückchen vom Kuchen hätten? Also was ist da der Vorteil lokal? Zuerst, ich entwickle ja nicht für mich selber, sondern ich entwickle für Investoren, die ich dann zur Seite nehme oder die mich zur Seite nehmen und die Dinge dann realisieren. Das ist eigentlich der Grundgedanke meiner Arbeit. Ich bin eine Urbonnerin, bin auch total mit dieser Stadt verwachsen. Mich interessieren auch die Dinge, die in Bonn passieren, extremst. Insoweit glaube ich also, dass ein bisschen Kolorit in dem Job, der hier passiert, sehr wichtig ist. Auf der anderen Seite, in dem Moment, wo Sie über DAX-Unternehmen sprechen, egal ob das Telekom, Postbank, Post die haben natürlich andere Anforderungen, wenn diese Unternehmen ein Maklerunternehmen beauftragen. Die interessiert nicht der Bonner Kolorit, die interessiert Name, Ruf, Leistungsfähigkeit. Das heißt, da kommen nur die ganz Großen in Frage, die dann auch für diese Unternehmen tätig sind. Wenn wir wieder in der Entwicklung sind und der Ideenvielfalt, die hier in Bonn notwendig ist, angeht, da glaube ich, da bin ich zum Beispiel mit dem, was ich hier in Bonn tue, 1000-mal besser als irgendein großer
Gewerbemakler, weil ich einfach durch meine Vernetzung Dinge ganz anders angehen kann. Und mich interessiert natürlich auch genau das, was er schon mal sagt. Ich muss nicht so denken. Ich kann auch immer über Grenzen hinausdenken. Und ich kann immer versuchen, auch bestimmte Grenzen zu überschreiten, indem ich versuche, Menschen zu gewinnen. Also jetzt zum Beispiel mit der Stadt Bonn die Behörde einzubinden, die vielleicht Bereitschaft zeigen, Grenzen zu überschreiten, die man normalerweise nicht überschreiten kann. Aber dazu brauche ich die Nutzer im Schlepptau. Also das ist eine andere Verbindung. Ich komme nicht als Eigentümer und sage, ich hätte gerne, sondern ich komme als der Entwickler, der sagt, da ist das Grundstück. Auf dem Grundstück ist das und das laut B-Plan vorgesehen. Es gibt den und den, den man in Bonn nicht unterbringen kann. Da muss was passieren, da muss mehr Fläche her, da muss man kreativ denken können. Und das ist der Vorteil des Regionalen, der regionalen Einbindung. Ich kann das klären. Und ich bin dann auch die Treiberin, die Menschen dazu bewegen kann, sich damit auseinanderzusetzen. Also könnte man im Prinzip sagen, was ist entscheidend für Makler oder der Zugang zu den Kunden oder zu den Investoren und Eigentümern? Oder beides. Beides. Also für mich ist beides notwendig. Ich muss also wissen, wer braucht was. Ich arbeite sehr viel für die öffentliche Hand und für Non-Profit-Organisationen. Mich spricht man an, ohne an die Öffentlichkeit zu gehen. Also das heißt, ich arbeite eher im Hintergrund, suche dann nach Lösungen. Ich bin zum Beispiel nur mal so als das, was mir so in den Kopf kommt, weil das wird vielleicht auch so allgemein interessant sein. Hier in Bonn an der Rheinaue unten ist ja ein Bürogebäude frei geworden, wo jetzt die Bundeswehr mit ihrem großen Sicherheitszentrum als CER untergebracht worden ist. Und dieses Grundstück, dieses Gebäude war zu klein. Und dann habe ich gesagt, da gibt es daneben eine Straße. Also meine Philosophie ist, was du nicht versucht hast, von dem weißt du nicht, wie es geworden wäre. Und was hindert mich daran, etwas zu denken, was vielleicht andere nicht für gut empfinden oder gut empfinden könnten. Also habe ich mir überlegt, also eigentlich müsste man diese Straße, Andreas-Hermes-Straße, ein Stück wegschneiden, eine andere Verbindung schaffen, was ganz problemlos ging. Und damit hätte man eine Riesenfläche, um dieses Gebäude erweitern zu können. Ich habe das bei der Stadt Bonn vorgetragen. Alle haben mir zuerst gesagt, du spinnst, du hast sie nicht alle. Ne? Das macht doch keiner, das entwidmet doch keiner eine Straße. Aber innerhalb von 7 Monaten ist diese Straße entwidmet gewesen. Und heute ist dieses Grundstück um 3.500 Quadratmeter größer, nämlich den Straßenbereich. Und es hindert niemanden. Also das ist das, was Sie eben sagten. Man muss manchmal Dinge angehen, die so scheinbar nicht möglich erscheinen, aber gerade dieses Unmögliche ist das, was am Ende so ja auch auf Begeisterung trifft, weil man Sachen möglich machen kann, die normalerweise nicht gehen. Und diese Einrichtung wäre von Bonn weggegangen. Okay. Es gab keine. Und so Fläche. Kriegt der Entwidmete da eine Plakette am Haus und alle sind froh. Oder? Vielleicht. Nein, es ist ja so, das ist ja eine öffentliche Straße gewesen, die dann offiziell entwidmet werden muss. Das muss Bauland werden, das geht ja alles eigentlich nicht so einfach. Aber die Tatsache, dass die Bundeswehr an diesen Standort und keinen anderen, es gab keinen anderen Standort, der zur Verfügung gestanden hätte, innerhalb der Zeitenge, die für die Bundeswehr gegeben war, die Bundeswehr wäre von Bonn weggewandert nach Köln, weil es keine entsprechende Fläche gegeben hätte. Und das sind so Dinge, manchmal muss man wirklich mal über den eigenen Tellerrand gucken und Sachen probieren. Frau Doktor, ich habe da noch eine, ich habe gerade viel das Wort Begeisterung. Sie haben mich eingeladen zu dem Thema Bonner Bauten. Mhm. Ich spreche sehr gerne, weil das auch unser Hauptjob seit Jahren ist, über Wohnungsbau. Ich sitze nicht so oft auf solchen Podien, aber lassen Sie mich eine Sache im Thema Begeisterung sagen. Die Stadt braucht neben diesem Ganzen, was wir brauchen. Wir brauchen günstigen Wohnraum, wir brauchen gute Büros, wir brauchen gute Alleen, wir brauchen gute Freiräume. Aber ab und zu braucht man auch was, wo die Stadt stolz sein kann. Ja, über Ausdruck. Und was haben wir? Wir haben den Posttower. Ja, ihr habt den Dom, wir haben den Posttower. Und in dem Zusammenhang muss ich einfach loswerden. Ich schreibe keine Leserbriefe, aber in dem Zusammenhang kann ich nicht verstehen, dass ich noch vor 3 Jahren einen Wettbewerb neben dem Festspiel, also neben der Beethovenhalle für ein Festspielhaus mitgemacht habe. Und heute will man dieses Grundstück, was städtisch ist, was
eine Kulturbereicherung, wenn der Richtige kommt, als Erweiterung dieser Kulturszene und will da dann ein Drei-Sterne-Hotel hinbauen. Wir brauchen einfach Grundstücke am Rhein gelegen, wir müssen zum Rhein stehen. Und da brauchen wir auch mal ein bisschen Atem, bis dann einer kommt und sagt, Mensch, ich setze da noch was hin aus der Musikszene oder sonst was. Also wir sollten nicht vergessen, außer dem To-Do, was wir sowieso brauchen, auch mal was, da kann jeder über die Elbphilharmonie, da war ich vor ein paar Wochen, so traumhaft. Ein grandioser Bau, da traumhaft. Ist jeder Hamburger stolz drauf. Über das Bauen ist ein anderes Thema, die Pläne waren nicht fertig, klar. Aber wenn Pläne nicht fertig sind, politische Entscheidungen, dann haben die Unternehmer Tor und Tür auf, dann wurde geändert. Aber als solches, dass wir so Lichtturmprojekte, die brauchen ja manchmal 15 Jahre. Mhm. Ja? Ein kleines Mackerhaus haben wir vor 16 Jahren begonnen, weil überhaupt kein Euro da war. Da musste man erst mal mit dem Entwurf Geld sammeln. Mhm. Aber wenn ich so ein Juwelgrundstück habe, ich weiß gar nicht, ob es schon die Tinte trocken ist, aber so ein Grundstück, ein Drei-Sterne-Hotel kann ich überall bauen. Mhm. Werden auch viele gebaut gerade. Jedenfalls brauchen wir... Na, sehen Sie. Wir brauchen in Bonn eine Atmosphäre, dass was Positives geschaffen wird. Ja. Wenn Sie die Leserbriefe des Generalanzeigers lesen, ist genau umgekehrt. Leute, die dagegen sind und dagegen und dagegen sind. Und wenn da ein Schwimmbad gebaut wird, ein großes Zentralbad, gibt es jetzt den zweiten Bürgerentscheid in eines Jahres, um das Ding kaputt zu machen. Wir brauchen eine andere Atmosphäre. Das ist eine falsche. In dieser Atmosphäre passiert nichts Konkretes, Positives. Wir müssen wieder eine Atmosphäre haben, wo wir stolz sind, das oder das zu bauen. Bei uns gibt es viel mehr Leute, die sagen, wir wollen das verhindern und wollen dann das verhindern. Das ist die Mentalität, die der Stadt auf Dauer sehr schadet. Das ist ja jetzt dann eher so eine Mentalitätsfrage, dass der Bonner ja, da auch viele so Ministerialräte, die pensioniert sind und nichts zu tun haben, die Leserbriefe schreiben. Die sind das. Sehr schön. Vielleicht sollte man denen dann auch so ein paar Zuckerklümpchen baulicher Art hinwerfen oder Projekte anstreben. Vielleicht fehlt aber auch einigen einfach die Vorstellungskraft. Und da möchte ich jetzt so geschmeidig wie möglich überleiten zu den Innovationen der Immobilienbranche. Denn da tut sich natürlich auch was. Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, das hatten Sie auch eben hier im Foyer oder können Sie auch gleich gucken, es werden jetzt Wohnungen, die gebaut werden sollen, verkauft oder angepriesen oder demjenigen greifbar gemacht durch virtuelle Realitäten. Also das heißt, ich kann mir eine Brille aufziehen und durch die Wohnung, die Sie mir dann hoffentlich finanzieren, gehen und kann mir schon den Bodenbelag aussuchen. Das ist jetzt sehr neu und von Ihrer Firma mitentwickelt. Wäre das nicht vielleicht auch was, wenn Sie jetzt sagen, ja, der Herr Hergarten und der Herr Schommer, die haben recht, wir machen jetzt ein bisschen Think Big. Haben Sie nicht zwei, drei schöne Projekte noch in der Tasche, die Sie mit Ihrer tollen VR-Brille da umsetzen könnten? Wäre das was? Also in der Tat ist das etwas, was Begeisterung schafft und auch visualisiert. Denn ich bleibe erstmal noch mal bei der Wohnung, bei der einzelnen Wohnung. Wir haben ja die S-Corpus Immobilienmakler zurückgekauft und mit denen dann gemeinsam für unsere Kunden wieder Projekte zu realisieren. Und wenn ich jetzt so eine Wohnung nehme, habe ich ja bisher bei einem Neubauvorhaben bestenfalls das Grundstück mir angucken können, wo es denn dann entstehen wird. Wenn ich aber jetzt durch die Wohnung durchgehen kann, mir die Zimmer angucken kann, die Größe, ich kann auf den Boden guckt und sagt, auch das ist aber jetzt ein komisches Parkett. Ich spiele mal ein bisschen, mache das Parkett was heller oder ich wechsle die Badewanne aus, mache eine freistehende Badewanne. Das sind einfach ganz andere Erlebnisse, die damit geschaffen werden beim Kauf einer Wohnung. Und natürlich ist das dann auch erweiterbar auf Projekte, um zum Beispiel Grundstückseigentümer dazu zu begeistern, wie kann ich denn auf dem Grundstück, was ich habe oder meiner Projekterweiterung, das Ganze mit relativ einfachen Mitteln dann visualisieren. Und da herzlich eingeladen nachher alle, gucken Sie sich diese Virtual Reality Brille einfach mal an, probieren Sie es aus, es ist wirklich ein Erlebnis. Sie fragten gerade nach Innovation, da sind wir sicherlich alles gut und die 3D-Sache geht weiter und da sind wir aber schon irgendwie gefühlt im hochpreisigen Segment. Aber was an Innovation, das Thema, was wir eben über den Wohnungsbau haben, ist ja ein bundesweites Thema. Und es gibt wirklich Wettbewerbe, die schon gelaufen sind unter Wohnungsbaugesellschaften, die auch schon gebaut sind, wo man sich bemüht, dass eben der Quadratmeter nicht mehr 3.000 Euro kostet, sondern 1.800 Euro, indem man vorgefertigte Module mit 20 Grundrisstypen zusammenstellt und an verschiedenen Orten, aber kein Plattenbau. Sie sehen es von außen nicht. Also man ist
ganz bemüht, dieser Preissteigerung nicht mehr von dem Unternehmer vor Ort, der gerade die Bücher voll hat, sondern dass es präfabriziert irgendwo ist. Also da tut sich einiges und da muss sich auch einiges tun, weil die Spirale kann ja nicht immer weitergehen. Damit man gut und billig bauen kann. Damit man gut und billig bauen kann, aber es bleibt immer noch das Grundstück. Ja. Ja. Aber vielleicht dann noch ein Ergänzen dazu, auch für intelligentes Bauen, nämlich mit dieser Idee, hat beispielsweise jetzt ein Investor aktuell Studentenwohnungen, die ja sehr aktuell sind und hoher Bedarf ist, gesagt, wie kann ich das bauen, wie kann ich das realisieren, gleichzeitig aber wissend, naja, in 20 Jahren könnte das anders sein. Um dann aber jetzt in dem Konzept schon vorzusehen, wie widme ich das Objekt dann um, ohne es zu entkernen und visualisiere dann damit dann auch, wie könnten denn beispielsweise so ein altenbetreutes Wohnen, was wir dann ja sicherlich in höherem Bedarf haben, wie könnte das in diesem Objekt aussehen, um eine Vorstellung zu machen und intelligent dann also beim nachhaltigen, langfristigen Bau. So ist es. Und das Weiterentwickeln des Projektes, ja. der Objekte dann eben auch über so einen Lebenszyklus hinaus. Boah. Also das, finde ich, klingt fantastisch. Das klingt so, als sollten Sie sich jetzt hier direkt zusammensetzen, da auch für die gefrusteten ehemaligen Regierungsräte sich ein schönes Projekt überlegen, was die sich in der Brille angucken können, worauf die Bonner dann stolz sein können, während dann in 20 Jahren der Vater in die ehemalige Studentenbude des Wohnens aber zieht, um da altenbetreut zu wohnen, aber diese von ihnen finanziert. Diese Flexibilität ist aber tagtägliches Geschäft. Das ist die erste Frage, die ich stelle. Wie viel Geld habt ihr, dem normalen Kunden? Und ich bin Oldie, ich habe das erlebt. Was machst du in 25 Jahren mit deinem Häuschen im Grünen? Also so intelligent zu planen, dass die zweite Wohnung oder die Mietwohnung fürs Alter gleich mitgeplant wird und dann muss das Treppenhaus anders sein und so weiter. Das ist Nachhaltigkeit. Und dann lacht er auch wieder und kann viel besser finanzieren, wenn er sieht, da gibt es auch eine zweite Nutzung für ihn. Sehr gut. Herrschaften, ich finde es ganz herrlich, dass Sie da waren. Wir sind leider schon am Ende. Ich könnte locker noch ein Stündchen dranhängen. Ich finde das sehr spannend, aber unsere Zeit ist begrenzt. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie heute als Experten hier waren. Vielleicht ergibt sich ja tatsächlich im Austausch gleich nach der Sendung noch das ein oder andere Bonner Renommee-Projekt. Ich fände es sehr herrlich. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Helmut Hergärten, bei Karl-Heinz Schommer, natürlich bei Edith Bosau und bei Volker Schramm. Und bei Ihnen fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Applaudieren und fürs Mitdenken und Mitlachen. Ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Freude. Vielen Dank. Tschüss. Dankeschön.